genossenschaftliche Beratung. So individuell wie dein Leben. Jetzt in deiner Filiale. Wir kommen pünktlich zur 1:0 Führung des VfB Stuttgart gegen den VfL Osnabrück. Fröhlich, 40 Sekunden gespielt. Bastian Fröhlich, der Torschütze für die Stuttgarter. Das sind schon wieder los. Mag sich der eine oder andere Osnabrücker Spieler denken. Denn im ersten Spiel war es ziemlich happig. 2:7 gegen Schalke 04. Und jetzt wieder der Führerrückstand an nicht mal einer Minute gegen den VfB. Die eben mit einem 3:3 gegen den Hamburger SV in einem tollen Spiel. Osnabrücker jetzt mal im Gegenangriff, aber Mati Luka-Löka zieht dann nicht durch. Jetzt wie Stuttgart hat Josef Baran am Ball. Abschluss vom Tor. Der Osnabrücker. Wir schauen ein bisschen auf die Spielstruktur. Osnabrück im 2-2-System. Ziehen sich aber nicht wirklich tief rein. Und jetzt sieht beide Spieler bleiben erstmal hinten. Nur zwei vorne. Gegen dann drei Stuttgarter. Und so ist das Ganze dann ziemlich schwer zu bespielen. Die Stuttgarter erstmal mit dem Ball in die oberste Etage. Und jetzt hier auf, das Aufdrehen sehr gut gelöst und dann der Ball abgefälscht leicht. Moritz Lüther hat das gut gemacht. Robert Volkert. Abschluss wieder. Jetzt aber der Ball eingeschoben. Merz Püskülü. Zum 2:0 für den VfB Stuttgart. Wagen sich wieder. Das Problem der Osnabrücker ist noch ein bisschen, sie haben körperliche Nachteile. Die Stuttgarter größer, etwas ausgereifter in dem Körperbau. Jetzt mal die Chance. 3 gegen 1 Überzahl, die Verarbeitung nicht wirklich gut.
Wieder Moritz Schlüter. Wenn er den ein bisschen besser mitgenommen kriegt, dann geht er hier frei aufs Tor zu. Kann sich entscheiden, ob er abschießt oder sogar nochmal querlegt. Wird jetzt nochmal. Also insgesamt hat Osnabrück hier einen körperlich deutlich schwächeren Eindruck. Das ist ein Foulspiel. Wagner gibt Vorteil. Schiedsrichter von Tura ist bekannt. Klasse Mitnahme jetzt die Drehung, aber dann ist Laurenz Beckemeyer da. Und jetzt die Chance für Osnabrück, aber die Fußabwehr von Ruben Volkert, Keeper der Stuttgarter. Der Püsküli. Der Bande aber gut aufgepasst hier. Es gibt einen einzigen Torwart in der kompletten Fröbel Cup-Geschichte, der zweimal in Folge bester Torhüter des Turniers wurde. Der kam vom VfB Stuttgart, spielt mittlerweile beim FC Bayern München. Sven Ulreich in den Jahren 2003 und 2004. Wie gesagt, in beiden Jahren bester Torhüter des Turniers. Und mittlerweile die Vertretung von Manuel Neuer. Kommende Vertretung, vielleicht sogar die Ablösung. Die sehen wir dann morgen früh wieder beim FC Bayern München mit Christian Früchtl, dem Top-Talent der Münchner, der hier schon einen fantastischen Eindruck hinterließ. Abschlussversuch des VfB. Da passt jetzt mal, aber die Osnabrücker, sie haben aber auch Pech dabei. Fehlt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Um da entscheidend noch die Treffer zu setzen. Jetzt gibt's Freistoß für den VfB. VfB nach diesem Freistoß aufgelegt von Daniel Kjanic und Erik Hottmann, der Nationalspieler auf Abruf, sorgt für das 3:0. Ja, wahrscheinlich die Entscheidung in dieser Partie erst recht, wenn jetzt vielleicht das 4:0 fällt. Nein. Da hat der Osnabrücker Keeper Laurenz Beckemeyer was gegen. Wir nutzen die Zeit etwas und kümmern uns einmal um den Trainer der Osnabrücker. Der ist seit September im Amt, heißt Nelson da Costa. Ex-Profi. Schaffte es in Deutschland zwar nicht in die Bundesliga, aber in der holländischen Eredivisie. Macht er 28 Spiele unter anderem für Twente Enschede in Holland. Seit September bei den Osnabrückern ist seine erste Cheftrainerstation, die U16, war zuletzt ein halbes Jahr Co-Trainer bei der U19, das ist von Meppen, das Ganze in der A-Jugend-Bundesliga, hauptberuflich Lehrer im Gymnasium in Damme und jetzt eben Trainer
Die Osnabrücker U16. Der ehemalige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfL, Joe Enox, ist ja mittlerweile Cheftrainer der ersten Mannschaft. Setzte dort den entlassenen Mike Walpurgis. Und hat so etwa in der dritten Liga den Turnaround etwas geschafft. Den Turnaround schaffen möchte auch der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Jetzt mit Jürgen Kramny als neuen Cheftrainer für Alex Zorniger. Den ja doch umstrittenen ehemaligen Trainer des VfB. Jetzt der Ball durchgespielt normal, aber dann war Ruben Volkert wieder sehr aufmerksam. Ballbesitzwechsel. Das war schon so einkalkuliert. Der Ball etwas zu lang. Für den Verantwortlichen des VfB gab es ein ganz, ganz dickes Lob im Vorfeld. Ortiz ist aus dem Schwabenland. Der Freeback Cup ist die eigentlich erste richtige Standortbestimmung der Saison, in der wir wirklich erkennen können, wie weit unsere Entwicklung und der Entwicklungsstand unserer Spieler ist. Das Ganze zufriedenstellend ist und das ist eine absolute Auszeichnung für das Turnier. Also die Wertschätzung ist vom Rekordsieger, Entschuldigung, vom Vize-Rekordsieger, dreimal am Stück hat er gewonnen, Hertha viermal. Die Wertschätzung ist ja wirklich hoch. Die beruht aber auch auf einer großen Gegenseitigkeit, denn auch der VfB schickt ihr immer wieder hochkarätige Spieler und hochkarätige Mannschaften auf die Platte nach Lübeck. 1,40 zu gehen. Stuttgarter führen mit 3:0. Rosner schafft den Ehrentreffer einfach nicht. Sie tun einem fast schon ein bisschen leid. Christopher Schepp. Sie machen und tun, bemühen sich, aber der Ball will nicht ins Netz. Das Gute ist für morgen früh, es kann nur besser werden. Für die Lila-Weißen. Nächster Versuch, guter Schussversuch, aber so hoch Sascha Stach für die Osnabrücker. Letzte Minute läuft und das 4:0 fällt für den VfB. Erik Hottmann. Und dann das auch noch, ein Eigentor. Der Osnabrücker zum 5:0. Es ist ein gebrauchter Tag. Und er ist in 40 Sekunden vorbei. Das ist die beste Nachricht für den VfL. Freistoß Stuttgart, der Lob.
der Versuch von Luka Mack. Jetzt heißt es für Osnabrück nach dem 0:5 gegen Stuttgart. Schnell duschen, Abendessen, Tag vergessen, morgen neues Spiel, neues Glück. Wir melden uns gleich mit dem letzten Spiel des Tages.